Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Chronicles, der China-Episode. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir müssen noch immer... Das war wieder die Karte. Hier wollte ich hin. Wir sind noch immer auf der Flucht. Wir schreiben noch immer das Jahr 1526. Und wir müssen noch immer Gao Feng finden. Von dem wir im Moment noch nicht wissen, wer er ist. Aber das finden wir schon noch heraus. Und weiter geht's. Oh, und endlich sind wir raus aus dem Gefängnis. Wir schleichen uns an. Where is the box you took from me? Far from your reach by now, assassin. One of your tiger brothers must have it. No matter. I will find which one and retrieve it from his still warm corpse. Do you even know what the box is? I know it belongs to the Brotherhood. How naive. Thinking you can retrieve the box. Thinking that killing me will achieve anything. Killing just one of you will not give me the vengeance I seek. You are the first of the tigers to fall, but you will not be the last. Auf der Jagd nach Tigern. Synchronisation. So, hier sehen wir jetzt eine Bewertung unserer Spielweise, wenn ich das richtig verstehe. Schattenassassinen, Kriegerin. Okay. Wie muss ich das verstehen? Schatten heißt wahrscheinlich, wir sind unbemerkt gewesen. Assassinen sind die Attentate aus dem Verborgenen. Und Kriegerin wären wahrscheinlich offensichtliche Kämpfe, von denen wir ja keine geführt haben. Das heißt, wir haben alle Nebenziele erreicht, wir haben einen Stilbonus bekommen, wir waren ein goldener Schatten, haben da 8 Bewertungen bekommen. Sinkpunkte weiß ich noch nicht so ganz. Ah, Sinkpunkte sind wahrscheinlich Aussichtspunkte. Animusscherben haben wir einen übersehen, das ist okay. Wir haben etwa eine halbe Stunde dafür gebraucht. Und unsere Gesundheit verbessert, das ist schön, das gefällt mir. Erhöht die maximale Gesundheit von Zhao Yun um einen Punkt. Und freigeschaltet wurde auch der Versteckwechsel. Bewege L in die gewünschte Richtung, während du dich in einem Versteck befindest und drücke A, um in das nächst verfügbare Versteck zu wechseln. Das müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Und freigeschaltet wurde die Fähigkeit mit dem Wurfmesser. Wähle Wurfmesser aus, indem du auf dem Steuerkreuz nach rechts drückst, ziele, indem du LB gedrückt hältst. Bewege R. Wenn du bereit bist, drücke RB, um das Messer zu werfen. Okay, wow, das klingt erstmal wieder sehr komplex, aber das ist das gleiche Prinzip wie bei dem Pfeifen. Wir wählen also die Fähigkeit auf dem Analogkreuz aus, wir zielen und wir werfen bzw. pfeifen dann mit RB. Lärmpfeil. Wähle einen Lärmpfeil aus, indem du auf dem Steuerkreuz nach links drückst, ziele, indem du lalalala. Okay. Wow, wir haben also viele neue. This was once a safe place for us assassins. Sangyong's tigers saw to the end of that. Their forces surprised and overwhelmed us, all but wiping out the Brotherhood. Gao Feng's death will send a message to the Templars. The assassins have returned. Da hätte ich ja beinahe an die Filmsequenz gequatscht. Es tut mir leid. Jetzt sind wir jedenfalls immer noch im Jahr 1526, immer noch in den Mai-Jisan-Grotten. Da bin ich mir nicht sicher, wie man die ausspricht. Und die Mission ist sicher Rückkehr, denn die Assassinen sind zurück. Zhao Yun ist zurück. Nun, da Gao Feng tot ist, muss Zhao Yun durch die weitläufigen Höhlen und Steilhänge ihrer früheren Heimat fliehen, bevor die Templer bemerken, dass einer ihrer Meister tot ist. Okay. Das heißt, auch hier
geht es wieder um den allgegenwärtigen Konflikt zwischen Assassinen und Templern. Huch. Der ja immer... Der hat den, um schneller zu klettern. Genau, das habe ich inzwischen rausgefunden. Dass wir auch schnell klettern können und nicht nur langsam. Okay. So, das sind wahrscheinlich die Lärmpfeile. Oder diese Böller, diese Knallkörper, die wir gefunden haben. Und das ist einfach die Fähigkeit zum Pfeifen. Da können wir hin und her schalten. Und hier können wir wieder hinunterklettern. Ich höre einen Adler. Bedeutet das, dass wir hier irgendwo einen Aussichtspunkt haben? Oh. Time to become more familiar with my surroundings. Okay, wir können also wieder die Adlerauge-Synchronisation durchführen. Und zwar mit B. Okay. Hier funktioniert das Ganze scheinbar folgendermaßen, dass wir dann auf dieser Karte landen und uns hier mit dem Stick frei umschauen können. Wir sehen schon, hier unten ist ein Tor. Vielleicht zu einer Stadt. Hier stehen einige Gebäude und Statuen. Und hier sehen wir, auf der Karte verzeichnet sind auch die Animus-Fragmente, die wir sammeln können. Wow, okay, das ist echt weitläufig, das Areal. Und der allseits bekannte Todessprung ist auch wieder mit dabei. Und auch Shao Yun landet in einem Strohhaufen. Ich höre hier ein Wachengespräch. Ah, da unten sind die beiden. Okay, was können wir hier tun? Okay, dann doch mal ein offensichtlicher Kampf. Denn auch die gehören in Assassin's Creed dazu. Aber man merkt schon, in den meisten Fällen ist hier Schleichen wirklich effektiver. Siehst du, jetzt kriegen wir nämlich eine Kriegerin-Wertung, weil wir uns in einen offenen Kampf gestürzt haben. Und er war auch nur Bronze, also war nicht besonders gut. Okay, Sprünge. Auch das kriegen wir gut hin. Können hier weiter klettern. Ah, sehr gut. Das war wieder ein Stiefel. Ein Assassinenstiefel. Was mag denn die Frau für Absätze unter dem Stiefel haben? Sieht eigentlich gar nicht so gefährlich aus, ne? Ganz ruhiger Wachdienst. Niemand ist da. Genau, ich wollte nämlich mal... Ah, und jetzt hat er natürlich die Leiche seines Kollegen gesehen. Huch, und er ist ausgewichen. Na, wer macht denn sowas? Okay. Dann wird auch das wieder ein offener Kampf. Okay. Wir hätten die Leichen hier sowieso nicht verstecken können, oder? Können wir Leichen hier von Abgründen runterwerfen? Nee, ne? Können wir nur wieder ablegen? Okay.
Das wäre jetzt ein bisschen offensiver an dieser Stelle. Kriegerin Bronze. So, jetzt wollen wir doch nochmal beweisen, dass wir auch schleichen können. Okay, er schaut nach links, er dreht sich aber immer für kurze Zeit um, habe ich das Gefühl. Nur wann ist die Frage? Okay, da wir so freundlich darauf hingewiesen werden, das Versteck zu wechseln, wartet er freundlicherweise, bis wir vorbei sind. Und er hätte uns fast wieder entdeckt. Boah, das ist echt nicht einfach. Aber wir sind wieder ein Schatten. Sehr gut. Ach, das ist auch schön. Hier die Wand hochklettern, dort auf die Wand wechseln. Wachen können im Kampf Verstärkung rufen. Die Verstärkung ist hinter verschlossenen Türen versteckt. Okay. Ja, die Frage ist, jetzt können wir an diesen Türen was machen? Verstärkungsgebiet. Okay, sehr großes Areal. Wir sollten natürlich möglichst nirgendwo Alarm schlagen. Na, bewegt ihr beiden euch nochmal? Okay, der eine bleibt stehen. Und der rechte bewegst du dich auch mal? Bei dir sehe ich doch eine Spur. Hier können wir uns verstecken, okay. Lautlos. Okay, noch sind die Gegner hier relativ gutmütig. Und wir wurden entdeckt. Nein! Okay, hier können sie uns aber nicht entdecken, oder? Ach, wie krass, wie schnell das hier geht, oder? Wie schnell man entdeckt wird und dann hat man auf einmal da unten direkt... Nächstes Mal stirbst du. Ja, oder ihr. Okay. So, mal schauen, was die Wachen hier oben tun. Ob die jetzt auch alarmiert worden sind. Wir konnten uns noch rechtzeitig verstecken und attackieren aus dem Verborgenen. Boah, das macht echt Spaß. Hast du uns schnell genug? Wir sind schnell genug. Und dort vorne ist wieder eine Tür, um Verstärkung zu rufen. Wir müssen uns echt ein bisschen Zeit lassen, bis die Wache vorbei ist. Sonst ist es zu laut. Und er kriegt das Ganze mit. Wartet mal. Gibt es hier noch was zu holen? Hier gibt es noch ein Bruchstück. Das nehmen wir mit. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, was diese Sammelgegenstände hier bringen. Wenn die so offensichtlich versteckt sind, dann nehmen wir sie auch mit. Meiji-Shan-Statuen. Okay, sind das hier die in den Fels geschlagenen Figuren, vermute ich mal. Das Klettern macht richtig Spaß hier. Okay, Schwung nach rechts. Sehr gut. Und wieder nach rechts, Choyun. Sehr gut. Klettern macht richtig Spaß hier. Und ich glaube, hier können wir uns einfach fallen lassen. Und finden wieder Munition für eine Schusswaffe, die wir im Moment noch nicht besitzen. So, jetzt würde ich gerne nochmal so den Wurfpfeil, okay. Ah.
Das System mit dem Zielen funktioniert immer gleich wie beim Pfeifen und wie bei den Knallkörpern. Das ist echt gut gemacht. So, jetzt sind wir durch die Grotten. Und wir sollen Assassinenschriften beschaffen. Liebe Freunde, das machen wir aber erst in der nächsten Ausgabe hier bei Assassin's Creed. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Fallende Objekte erzeugen ein Geräusch, das Wachen ablenkt. Benutze Wurfmesser, um Seile zu zerschneiden. Die Objekte wie Planken oder Kisten halten, um für eine Ablenkung zu sorgen. Bin ich ein bisschen zu weit gelaufen? Okay, das werden wir beim nächsten Mal natürlich ausprobieren. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, hier bei Assassin's Creed Chronicles China. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.